Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Herr Bundespräsident, werte Ehrengäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier oder wo auch immer Sie zuschauen. Es ist tatsächlich immer ein sehr berührender und ehrenvoller und erhabener Moment, hier wieder bei der konstituierenden Sitzung sprechen zu dürfen. Das möchte ich schon in aller Klarheit sagen. Und es ist ein bisschen wie am Schulanfang. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und aus diesem Grund möchte ich heute ganz besonders herzlich alle neuen Abgeordneten begrüßen, aus meiner Fraktion, aber nicht nur, aus allen Fraktionen, die zum ersten Mal hier im Haus sitzen. Herzlich willkommen hier im Haus. Dann habe ich mir gedacht, weil ich weiß nicht, ob es schon diskutiert wurde oder besprochen wurde, ich möchte ein bisschen erläutern. Die Sitzordnung hat sich ja durchaus verändert hier im Haus, damit Sie sich auskennen, nicht nur aufgrund der geänderten Größenverhältnisse. Es ist hier auch immer der Gedanke, dass die Fraktionen möglichst getrennt sitzen, sodass man das nicht nur an den Tagen, an den Ansteckblumen, die es eh kennzeichnen oder irgendwelche Pins, auch gut sieht. Und das ist der Grund nicht, weil der Werner Kogler und ich irgendwie schlimme Schüler waren, dass wir hier so einzeln sitzen in der ersten Reihe. Es ist aber es ist ganz nett, Werner, oder? Wir schaffen das auf unseren Einzelplätzen da vorne. Mal schauen. Erlauben Sie mir auch, wenn ich das darf, es ist ja vor 11 Jahren gewesen, als ich das erste Mal hier eingezogen bin, dass unsere Fraktion zum ersten Mal hier eingezogen ist. Und nicht ohne Stolz möchte ich sagen, dass wir heute doppelt so viele Abgeordnete sind als vor 11 Jahren. Darauf bin ich sehr stolz. Danke. Ja, wir diskutieren jetzt eine sehr wichtige Frage, nämlich die Wahl des ersten Nationalratspräsidenten, des zweiten Nationalratspräsidenten und vermutlich der dritten Nationalratspräsidentin. Und glauben Sie mir, ich glaube, ich spreche im Namen aller, es erreichen uns sehr viele Mails, Nachrichten und Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, von Institutionen, von Vereinen, die hier auch teilweise natürlich mit Sorge, aber auch mit Input uns erreichen. Es ist völlig richtig, es ist mehrfach angesprochen worden. Wir NEOS, wir bekennen uns zu der Usance dieses Hauses, dass die stimmenstärkste Fraktion die Person nominieren kann für die Aufgabe und Funktion des ersten Nationalratspräsidenten, die zweitstärkste für den zweiten, die drittstärkste für die dritte Nationalratspräsidentin. Aber auch ich möchte noch einmal betonen, dass diese Usance angesichts auch der Bedeutung einer geheimen Wahl nicht bedeutet, einen Automatismus, dass diese Person auch gewählt werden muss. Das hätte ich nicht herausgelesen, Herr Klubobmann, weil das in Ihrer Rede so zum Ausdruck gekommen ist. Ich möchte ausdrücklich Walter Rosenkranz dafür danken, dass er sich gestern die Zeit genommen hat, zu uns in den Club zu kommen und unseren Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen. Es obliegt mir nicht, allen anderen Clubs irgendwelche Tipps oder Ratschläge zu geben, aber wir machen das jetzt seit 11 Jahren. Nicht jeder Präsident oder Präsidentin ist dieser Einladung gefolgt. Sie sind gestern gekommen und wir haben, ich bitte darum, in einer vertraulichen Atmosphäre, aber durchaus wichtige Fragen vielleicht auch klären können und stellen können, die für uns wichtig sind. Zum Beispiel, und Nicola Scherak wird näher darauf eingehen, und das ist wohl wahrscheinlich das Wichtigste auch in dieser Funktion, die Frage zum Amtsverständnis in so einem Amt, das ja durchaus ein gerütteltes Maß nicht nur an persönlicher Integrität, sondern auch Überparteilichkeit und einem grundfesten demokratischen Verständnis auch mit sich bringt. Also danke dafür. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass uns natürlich Mails erreicht haben, die eine gewisse Sorge zum Ausdruck bringen, was den Kampf, den der Herr Präsident Sobotka sehr leidenschaftlich geführt hat, den Kampf gegen Antisemitismus angeht. Und Herr Präsident, an dieser Stelle, wir haben durchaus nicht immer, waren wir einer Meinung, auch was Ihre Amtsführung angeht. Aber in dieser Frage bin ich Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Das haben Sie ausgezeichnet gemacht. Danke auch im Namen wirklich aller Menschen in Österreich. Applaus
Ich glaube, ich muss nicht betonen, wie sehr meine Fraktion dieses Thema hochhält und vor allem auch diese historische Verantwortung spürt für den Schutz aller Jüdinnen und Juden, nicht nur, aber vor allem auch in Österreich zu sorgen. Und daher nehmen wir dieses Thema ernst. Und bei aller Vertraulichkeit ist es natürlich auch eine der Fragen gewesen, die gestern auch besprochen wurden. Ich bin davon überzeugt, dass eine geheime Wahl eine geheime Wahl ist. Und wie ich gesagt habe, die Usance ist die Usance. Aber so wie wir Demokratie hochleben lassen, lassen wir NEOS auch bei geheimen Wahlen Demokratie hochleben. Und wir Abgeordnete sind uns unserer Verantwortung bewusst. Und so wie es bei jeder Wahl hier im Haus der Fall war, wird hier jeder Abgeordnete von unserer Fraktion seinem, ihren Gewissen folgen. Und das ist auch gut so. Gut, das werden wir noch üben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber jetzt Scherz beiseite. Wir sind in sehr ernsten Zeiten, das ist auch schon angesprochen worden. Es ist eine große Herausforderung, die Frage, wie wir Österreich wirtschaftlich wieder nach vorne bringen, wie wir dafür Sorge tragen, dass Arbeitsplätze gesichert sind, Wohlstand erhalten bleibt und wir damit auch das, was, glaube ich, Österreich und auch Europa ausmacht, sozusagen einerseits freien Wettbewerb, aber soziale Verantwortung auch für die Zukunft, für zukünftige Generationen sichern können. Wir sind in durchaus herausfordernden budgetären Zeiten, denen wir uns allen gemeinsam stellen müssen. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass das nur geht, ohne jetzt wieder sozusagen in Wahlkampfrhetorik zu verfallen, wenn wir wirklich die Bereitschaft haben, kein weiter wie bisher zu pflegen und auch wirklich ernsthafte Reformen anzugehen. Ein allererster wichtigster Schritt ist es auf jeden Fall, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler, der Bürgerinnen und Bürger Österreichs, aller Menschen, die in Österreich leben, auch ein Stück weit wiederzugewinnen durch harte Arbeit, durch Ärmel hochkrempeln. Die Frage, in welcher Konstellation eine zukünftige Regierung dies tun wird, wird Gegenstand diverser Gespräche in den kommenden Wochen sein. Und da schaue ich jetzt auch in Richtung FPÖ und Ihnen, Herrn Kickl. Ich gratuliere Ihnen und Ihrer Fraktion, dass Sie diese Wahl als Erster gewonnen haben. Sie sind die stimmenstärkste Partei hier im Haus. Und ich habe auf die Usance auch schon hingewiesen. Aber ich möchte hier den Bundespräsidenten zitieren. Bei der Nationalratswahl handelt es sich nicht um ein Rennen, bei dem der Erstplatzierte dann automatisch regiert. Ich habe das auch schon gesagt, es ist nicht the winner takes it all. Es ist die Frage, wie wir in einer Demokratie eine Mehrheit zustande bringen, tragfähig, die dann hier auch im Hohen Haus entsprechend Gesetze zum Beschluss bringen kann. Niemand kann alleine das ganze Volk für sich beanspruchen. Niemand. Auch das hat der Herr Bundespräsident gesagt. Und ich möchte schon sagen, dass ich bisweilen ein bisschen irritiert bin über die nahezu herablassende Art, wie manchen Wählerinnen und Wählern oder der Stimmenanzahl von Wählerinnen und Wählern anderen Fraktionen von ihrer Seite da oft begegnet wird. Sie sind die stimmenstärkste Fraktion, aber die 1,3 Millionen Wähler der ÖVP, die 450.000 Wähler der NEOS, die 400.000 Wähler der Grünen und auch die 1 Million Wähler der SPÖ haben auch eine Meinung, die in einem demokratischen Spektrum Bedacht und Beachtung finden sollte. Und das wäre eine demokratische Gesinnung, das auch immer wieder sich vor Augen zu halten. Wenn Sie es nicht schaffen, das Vertrauen aufzubauen, um eine stabile Mehrheit zu finden, so frage ich mich, ob Sie nicht doch hin und wieder auch einmal vor Ihrer eigenen Tür kehren sollten. Und ich möchte das deshalb tun, weil ich folgende Sorge habe. Sie haben gesprochen von der Spaltung unseres Landes und der Verantwortung, die wir haben, das Vertrauen wiederzugewinnen. Wenn ich Mails bekomme von Menschen, die sagen, es wird Krawalle geben auf der Straße, ich bekomme die nicht von Grünen Anhängern, die mir sagen, wenn die Grünen nicht mehr in der Regierung sein werden, wird es Krawalle geben. Sie haben auch hier eine Verantwortung. Schauen Sie, Sie können auch das ins Lächerliche ziehen. Sie haben auch hier eine Verantwortung, Meinungsfreiheit hochzuleben. Und so habe ich auch gestern Herrn Rosenkranz verstanden. Bedeutet auch, andere Meinungen auszuhalten und nicht darauf zu reagieren, indem man vielleicht Menschen einen Anlass gibt oder dazu anstachelt, Krawalle auf den Straßen aufzuführen, wenn das nicht seine eigene Meinung ist. Wenn man Angst haben muss, in einem Land seine eigene Meinung auszudrücken, weil es sonst Krawalle gibt, dann ist die Meinungsfreiheit in Bedrängnis, dann ist die Demokratie
in Gefahr. Der Ball, eine Regierungsmehrheit zu finden, liegt nun bei Bundeskanzler Karl Nehammer, und das respektieren wir eindeutig. Aber schauen wir, was gemeinsam geht. Denn der Ball, wie es weitergeht in unserem Land, liegt auch beim Gesetzgeber, bei uns 183 Abgeordneten hier. Und ich bin davon überzeugt, dass in einer solchen Situation die Frage im Mittelpunkt stehen sollte für uns alle: Wie können wir gemeinsam einen guten Weg finden, unser Land wieder nach vorne zu bringen, gut in die Zukunft zu führen und vor allem das Vertrauen aller Menschen in Österreich wieder zu gewinnen? In diesem Sinne, fraktionenübergreifend, auf eine gute Zusammenarbeit. Applaus